Da hat das Publikum in Venedig ganz schön große Augen bekommen, als Leni Klum erhobenen Hauptes über den Pop-Up-Laufsteg auf dem Markusplatz schreitet. Angefeuert wird sie von ihrem größten Fan aus der ersten Reihe, Mama Heidi. Das Mutter-Tochter-Gespann macht gemeinsam mit Heidis Ehemann Tom die norditalienische Stadt an der Adria unsicher. Doch für Heidi ist es nicht der erste Trip in die sagenumwobenen Gassen. Ganze 35 Jahre zuvor stattet die damals 13-Jährige Venedig schon einen Besuch ab. Davon teilt die Model-Mama jetzt zwei Fotos und die überraschen. 6 Jahre bevor sie ihre Modelkarriere in der Show von Thomas Gottschalk startet, sieht die gebürtige Bergisch-Gladbacherin noch ganz schön anders aus. Vor allem die dunkelbraune Mähne, die sie in einem damals modernen Fukuhila-Schnitt trägt, verblüfft. Ganz ehrlich, hättet ihr Heidi hier erkannt? Wir nicht. Nur ihr lässiger Style lässt darauf schließen, dass sich das Mädchen auf diesem Foto in der Welt der Mode einmal pudelwohl fühlen wird. Schon damals scheint Heidi mit ihren großen Ohrringen einen Hang zur Extravaganz zu haben. Leni ist heute nur 3 Jahre älter als ihre Mama bei ihrem Venedig-Besuch 1986. Das Programm der beiden Teenager könnte aber nicht unterschiedlicher sein.